Ich bin Charlie und du hörst gerade meinen allerersten Podcast überhaupt. Mit dem Titel «Meine Geschichte, deine Geschichte». Ich für meinen Teil bin jetzt gerade an einem von meinen liebsten Plätzchen auf der Halbinsel auch angekommen. Ein mega schöner Ort, wo meine Batterien immer wieder aufs Neue aufladen. Also setz dich doch mit mir hier ans Wasser, genieß die Sonne, die in ein paar Minuten über einem wunderschönen Zürichsee aufgeht, und spitz deine Ohren für das, was ich dir in den nächsten 10 Minuten zu erzählen habe. Vielleicht hörst du zwischendurch auch noch die Wellen, ein paar Vögel oder Enten im Hintergrund. Mein Ziel der nächsten paar Minuten ist es, dir mit meiner Geschichte Mut zu geben, das Glück in deiner Geschichte zu finden. Nämlich dort, wo man es nicht suchen muss. Ich erzähle dir, unter welchen Umständen ich aufgewachsen bin, zu wem ich mich entwickelt habe und wie es dazu gekommen ist, dass ich mich mit meinem Konsum auseinandersetze und dir noch ein paar Tipps gebe, wie auch du mit mehr Achtsamkeit für mehr Glück in deinem Leben sorgen kannst. Also, aufgewachsen bin ich in einer Vorstadt. Coca-Cola hat höchstens am Geburtstag gegeben, Salzstängeli nur, wenn ich krank war. Alles immer Bio und McDonalds. Sowieso nie eine Diskussion. Nicht einmal ein Fernseher haben wir gehabt. Als Kind habe ich das alles so semi-cool gefunden. Hat gern mehr Süßigkeiten gegessen oder können mitreden, wenn die anderen in der Schule über eine neue Fernsehserie geredet haben. Aber jetzt sehe ich, was für wichtige Werte mir meine Eltern mitgegeben haben. Nämlich, dass ich mein Hirn mit meiner Umwelt und meinen Mitmenschen beschäftigen soll und ihnen Sorge geben. Dass ich mich gesund ernähren soll und dass ich mich nicht soll von Werbung beeinflussen lassen, was mich glücklich macht. Etwas, was ich für mich als Kind aber selber herausgefunden habe und was für mich auch ganz selbstverständlich war, ist, dass die meine Freunde sind und dass ich meine Freunde nicht essen will. Also bin ich mit stolzen 4-jährig Vegetarierin geworden. Mit 14 sind aber ganz andere Sachen in meinem Leben einfach wichtiger geworden. McDonald's war cool, vor allem wahrscheinlich, weil ich es als Kind nie bekommen habe. Und ich habe auch wieder angefangen Fleisch zu essen und mir Kleider gekauft bis zum Abwinken. Ein paar Werte sind mir aber trotzdem geblieben. Zum Beispiel, dass man Abfall immer wieder mitnimmt und sicher nicht in der Natur liegen lässt. Und auch nicht in der Stadt oder sonstigen Räumen. Abfall immer wieder mitnehmen und korrekt entsorgen. Auch Bio hat es den grossen Stellenwert in meinem Leben geschafft zu behalten. Aber alles in allem habe ich mir sehr wenig Gedanken über meinen Konsum gemacht. Knapp 8 Jahre später, also mit etwa 22 oder 23, ist etwas passiert, das mich wieder zur Vernunft gebracht hat. Ich war auf einer Milchfarm in Israel und ich habe zwar gewusst, dass die Milchkühe ihre Babys am ersten Lebenstag weggenommen werden, damit wir die Milch trinken können, die eigentlich für die Kälbli bestimmt wäre. Aber irgendwie habe ich lange nicht daran gedacht, beziehungsweise meine Augen einfach vor vielen schlimmen Tatsachen über die Milchindustrie und über andere Industrien verschlossen. Aber dort habe ich die Mamas schreien gehört. Verzweifelte, schmerzenfüllte Schreie von Müttern, die von ihren Babys getrennt worden sind. Und um so etwas rauszuhören, muss man wieder Kuh noch Mutter sein. Das war so schlimm. Das ist traumatisch gesehen, könnte man sagen, ich muss heute noch an die Schreie zurückdenken. Und ich bekomme jedes Mal wieder Hühnerhaut. Ja, aber es hat mir die Augen geöffnet. Es hat mir endlich etwas die Augen geöffnet. Und ab dem Zeitpunkt habe ich angefangen, mich über meinen Konsum zu informieren und meine Daten zu hinterfragen. Das hat mit der Ablehnung von Tierleid und somit mit meiner Ernährung angefangen, ist aber sehr klein über das hinausgegangen. Weil ich durch das, dass ich angefangen habe, mich intensiv mit meiner Lebensform auseinanderzusetzen, habe ich herausgefunden, dass mein unüberlegter Konsum nicht nur den Tieren schaden kann, sondern auch ganz vielen Menschen, die sowieso schon viel weniger haben wie du und ich.
Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass Glück nicht die Erfüllung ist durch Gegenstände, sondern die Erfüllung durch dich selber. Sachen geben dir ein kurzes Hoch, das sich zwar gut anfühlen mag, aber sehr schnell wieder vorbeigeht. Und das zum Leid von Menschen, sehr oft leider auch Kinder, meistens in Drittweltländern, wo das Produkt unter miserablen Bedingungen haben müssen herstellen. Das ist leider die harte Wahrheit über ganz viele Sachen, die für uns alltäglich sind. Also das nächste Mal, wenn du das Gefühl hast, dass du etwas brauchst, um deine traurige Stimmung aufzuheitern, dann bitte, 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 bitte mach etwas, das wirklich hilft. Geh in den Wald spazieren, lass den Vögel zu, geh am Morgen früh gut joggen und schau den Sonnenaufgang, so wie ich es jetzt gerade mache. Hol dir eine Umarmung von deinem besten Freund oder deiner besten Freundin. Lüt ihm Grossi an oder mal etwas Wildes aufs Papier. Einfach irgendetwas. Aber mach dich stolz. Mach dich stolz und sei dankbar für das, was du hast und das, was du kannst. Anstatt immer wieder neue Sachen zu wollen, die langfristig gleich nicht helfen. Sei dir dabei bewusst, dass du dir etwas Gutes tust, das tiefer geht und nicht nur an der Oberfläche kratzt. Und sei dir auch bewusst, dass du mit dem Entscheid auch allen anderen Beteiligten etwas Gutes tust und vielleicht sogar neue Leute dazu inspirierst, etwas Gutes zu tun. Es ist viel besser als ein neues Paar Schuhe. Das musst du mir jetzt vielleicht auch einfach glauben. Aber wenn du mal anfängst, ich verspreche dir, du wirst es gleich herausfinden. Jedenfalls, ich habe es geschafft, mich aus meiner lame Comfortzone zu befreien, die Tatsache immer wieder von Neuem in die Augen zu schauen und mich dabei weiterzuentwickeln. Auch wenn es nicht immer schön und nicht immer einfach ist. Aber ich bin noch nie so glücklich gewesen wie jetzt, als ich mich weitgehend vom Konsum abgewendet habe und mich neu vernetzt habe mit Leuten, die Achtsamkeit schätzen, sich Mühe geben und Rücksicht nehmen auf andere. Wenn ich jetzt zurückdenke, kann ich es fast nicht glauben, wie viel Ware ich konsumiert habe und davon ausgegangen bin, dass es mich glücklich macht. Ohne auch nur einen Schimmer davon zu haben, wie viel glücklicher ich jetzt mit viel weniger, aber viel, viel wertvollerem bin. Es klingt vielleicht ein bisschen banal, aber am einfachsten ist es tatsächlich, wenn man auf sozialen Medien wie Instagram, zum Beispiel in meinem Fall, einfach mal ausmistet und bestimmte Profile entfolgt, die negative Emotionen wie Neid oder Unvollkommenheit in dir auslösen und die zu unnötigem Konsum verlocken. Du kannst dafür informative Seiten folgen, die dir etwas Neues lernen und dir ein gutes Gesamtgefühl geben. Fokussiere dich auf dich, deine Familie, die Mutter Natur und auf Glück. Weil das ist das, was zählt. Nicht Konsum, nicht Geld und auch nicht Status. Es geht dabei ja nicht nur um deine Zukunft und deine Gesundheit, sondern auch um die Zukunft und Gesundheit von allen anderen Erdbewohnern und Erdbewohnerinnen. Jedes einzelne Geschöpf auf dem Planeten, wo sie Beitrag in unserem Ökosystem leistet. Dass meine Geschichte nicht deine Geschichte ist, bin ich mir bewusst. Wir haben andere Grundzüge, andere Ansichten und andere Ziele. Aber schlussendlich sitzen wir alle zusammen im gleichen Boot und es ist wichtiger denn je, dass wir zusammenheben und in die richtige Richtung paddeln, um uns die eigene Lebensgrundlage unter den Füßen nicht wegzuziehen. Weil das wäre sehr, sehr schade. Also bitte reflektier deine Taten. Überleg dir gut, wenn du etwas Neues brauchst. Und vor allem und wichtiger als alles andere, hab den Mut, heute ein besserer Mensch zu sein, wie du gestern warst. Außerdem, wenn du Unterstützung brauchst, dann hol dir die bitte. Red mit Leuten, die dir wichtig sind und dir zuhören. Sag ihnen, dass du etwas für deine und die Zukunft von uns allen machen willst und nicht einfach nur untätig rumsitzen. Informier dich, lass dich nicht unterkriegen von negativen Meinungen zu dem Thema und kämpf für unser aller Zukunft. Und um dir dabei noch ein bisschen unter die Arme zu greifen, habe ich ein Dokument erstellt mit ein paar persönlichen Empfehlungen von meinen liebsten Instagram-Accounts zu dem Thema, Netflix-Dokus und YouTube-Filmchen. Schau doch mal rein und lass dich von diesen wunderbaren Menschen inspirieren. So, und du kannst jetzt sehr gerne noch ein bisschen sitzen bleiben, die Augen zumachen, das Geräusch der Wellen geniessen und dir mit den ersten Sonnenstrahlen im Gesicht noch ein bisschen Gedanken machen über das, was ich dir jetzt gerade erzählt habe.
über dein Leben und über das, was dir dabei besonders wertvoll ist. Was du wirklich brauchst, um glücklich zu sein. Und ich jogge jetzt weiter und wünsche dir einen wunderschönen Tag, ganz viel Einsicht und ganz viel Kraft auf deinem Weg. Danke vielmals fürs Zuhören.